Nie zuvor war es einfacher, Spiele unter Linux einzurichten als mit Steam. Genauer gesagt seit der Veröffentlichung von Proton im Jahr 2018. Proton ist eine Kompatibilitätsschicht für Linux, also eine Schnittstelle, die Systemaufrufe eines Fremdsystems, in diesem Fall Windows, in für das eigene Linux bekannte Systemaufrufe übersetzt. Doch um Spiele nun über Steam mit Proton lauffähig zu machen, sollten ein paar Dinge zuvor eingerichtet und eingestellt werden. Dieses Video soll euch durch diesen Prozess und das erste installierte Spiel begleiten. Wir beginnen mit der Installation von Steam. Dies lässt sich ganz bequem in der Kommandozeile mit dem Befehl sudo apt-y install steam tun. Nachdem Steam installiert und nach dem ersten Start alle Updates heruntergeladen und installiert wurden, loggen wir uns in unseren Account ein und auf der Oberfläche angekommen, klicken wir in der oberen Ecke auf Steam und dann anschließend auf den Punkt Settings. In diesem neuen Fenster wählen wir die Kategorie Steam Play aus. Und hier sorgen wir dafür, dass der Punkt Enable Steam Play for All Other Titles angehakt ist und wählen anschließend hier in diesem Dropdown-Menü die neueste Proton-Version aus. Anschließend bestätigen wir mit OK. So, und bevor die Zockerei losgeht, machen wir unser Betriebssystem jetzt noch fitter für die ganzen Spiele. Wir spielen zunächst einmal Updates ein mit sudo apt-update, kaufmännisches Doppel-und, sudo apt-disk-upgrade. Was passiert hier? Wir aktualisieren den Paket-Cache und aktualisieren die Pakete. Und warum wir hier kein einfaches apt-upgrade verwenden? Ganz einfach. Der Befehl apt-disk-upgrade ist zusätzlich in der Lage, neue Pakete zu installieren, falls die vorhanden sind, beispielsweise eine neue Kernel-Version, wohingegen apt-upgrade lediglich die bereits installierten Pakete aktualisiert. Ein anschließender Neustart ist definitiv empfehlenswert. Als nächstes kümmern wir uns um die Grafikkartentreiber. Zunächst einmal überprüfen wir, welche Grafikkarte wir überhaupt verbaut haben. Mit LSHW-C Display. Das ist jetzt eine Variante von vielen. Und jetzt sehen wir hier unter der Zeile Produkt. In dem Fall habe ich jetzt hier eine Radeon RX 5500 eingebaut. Keine Kampfmaschine, aber für das ein oder andere Spiel reicht es wohl aus. Eine Art Radeon-Grafikkarte macht es mir persönlich sehr einfach, den Grafikkartentreiber zu installieren, denn er ist schon von Haus aus bei so ziemlich jeder Ubuntu-Installation mit installiert. Zumindest die Open-Source-Variante. Wir können das auch selber nochmal überprüfen, indem wir eingeben apt-list --installed, pipen das und grabben nach X-Server, X-Org-Video und AMD-GPU. Und in dem Fall ist der Open-Source-Treiber bereits installiert und damit könnten wir im Prinzip auch schon Spiele spielen. Um die neuere Version der Grafikkartentreiber zu installieren, haben wir jetzt auch noch die Möglichkeit, auf Third-Party-PPAs zuzugreifen. Wenn wir möchten, können wir es einbinden, indem wir eingeben sudo add-apt-repository und dann ppa:// ui. Na, ich blende es einfach nochmal als Texteinblendung ein. Wir bestätigen mit Enter. Im Anschluss ist eine erneute Aktualisierung der Pakete notwendig. Diesmal reicht allerdings ein apt-upgrade aus. Und auch hiernach ist dringend ein Neustart empfehlenswert. Okay, falls wir allerdings eine Nvidia-Grafikkarte verbaut haben, schauen wir erstmal in der Paketliste nach, welche Treiber uns aus den offiziellen Paketquellen zur Verfügung stehen. Wir durchsuchen also die Paketquellen mit apt-list, pipen das und grabben nach Nvidia-Driver. Und hier würden wir uns jetzt die Version mit der höchsten Nummerierung aussuchen. Beispielsweise hier die Nvidia-Driver-515. Und würden sie uns dann als Nvidia-Grafikkartenbenutzer mit apt-install Nvidia-Driver installieren. Und auch dann wäre ein anschließender Neustart erforderlich. So, und als letzte Vorbereitung passen wir jetzt noch die Taktfrequenz der CPU an. In Linux steuern sogenannte Governors die Taktfrequenz der, wie gesagt, der CPUs. Es gibt hierfür insgesamt 5 unterschiedliche Modi. On-Demand, Power-Save, Performance, User-Space und Conservative. In der Videobeschreibung werde ich nochmal eine Dokumentation, die die einzelnen Modi genauer beschreibt, hinterlegen. Der Modus On-Demand ist der standardmäßig eingestellte Wert, der für Spiele allerdings nicht die optimale Auslastung bereitstellt. Für unser Vorhaben ist daher Performance am interessantesten, weswegen wir diesen Modus setzen möchten. Bedenkt, dass nach Einrichtung dieser Einstellung die CPU mehr Leistung hergibt und somit auch mehr Strom zieht. Installiert zunächst folgendes Paket. Das Paket nennt sich CPU Frag Utils.
Und anschließend legen wir uns unter etc/default eine neue Datei an, und zwar mit folgendem Befehl. Das wäre der Befehl sudo echo governor gleich performance pipe sudo t und dann der Pfad zu der Datei etc default cpu facultils. Achtet hier auf jeden Fall auf die genaue Schreibweise inklusive Satzzeichen. Startet danach den cpu facultils Dienst neu mit systemctl restart cpu facultils.service. Und die momentan eingesetzte Taktfrequenz inklusive Modus können wir uns anzeigen, indem wir eingeben cpu-frac-info. Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, falls euch keine Ausgabe dieser Art ausgegeben wird, überprüft den Status des cpu-frac-util-service. Steht dort in etwa governor.available, wird die CPU womöglich bereits BIOS-seitig übertaktet, weswegen dem Governor die Einstellung der Taktfrequenz verwehrt bleibt. Bei meiner AMD-CPU muss beispielsweise noch die Funktion cool and quiet aktiv sein. Okay, nun haben wir sämtliche Vorbereitungen abgeschlossen und können nun unser erstes Spiel installieren und starten. Zurück ins Team suchen wir uns also ein schönes Spielchen aus und können es uns, wie unter Windows auch gewohnt, entsprechend installieren. Ist das Spiel installiert, starten wir es und sehen ein gestartetes und lauffähiges Spiel. Danke fürs Vorbeischauen, macht's gut und bis zum nächsten Video.